Gegen Serbien um das Weiterkommen in der Gruppe C. Und da ist noch einiges rechnerisch möglich in dieser Gruppe mit England, Dänemark, Slowenien, Serbien. Denn es gab auch einige Unentschieden hier und dementsprechend ist der Sieger in diesem Spiel ziemlich sicher weiter. Und bei einem Unentschieden, da wird gebankt und ein Unentschieden könnte zumindest Dänemark den dritten Punkt bescheren und das würde denen dann mehr helfen. Den Serben würde ein Unentschieden mit 2 Punkten ziemlich sicher nicht reichen. Dann wären sie wahrscheinlich nicht unter den besten 4 Dritten, die dann ja sich fürs Achtelfinale qualifizieren. Die Quoten sind pro Dänemark. 2,2 ist die Siegquote auf Dänemark, 3,2 auf Serbien. Also da ist nicht viel Unterschied. Das heißt auch, dass ein Unentschieden natürlich im Bereich des Möglichen ist. Aber wie schon gesagt, ein Unentschieden bringt hier keinem wirklich viel. Und deswegen ist davon auszugehen, dass beide Mannschaften auf Sieg spielen. Die Serben können das wahrscheinlich ein bisschen besser, haben das ja auch schon gegen die Slowenen gemacht, aber halt nicht sehr erfolgreich, denn sie waren lange 1-0 hinten, obwohl sie eigentlich das Spiel ja auch gewinnen hätten können oder zumindest nicht die schlechtere Mannschaft waren. Dann am Ende war es natürlich ein extremes Glück für Serbien, dass Luka Jovic, der Real Madrid-Stürmer, der ja mittlerweile auch in Italien spielt, aber damals ja für eine Unsumme von Frankfurt zu Real Madrid gewechselt ist. Da werden sich die Frankfurter immer noch drüber freuen. Er hat aber dieses wichtige Tor gegen Slowenien geschossen und Slowenien in eine blöde Ausgangssituation gebracht, die sonst natürlich wesentlich attraktiver gewesen wäre. Jetzt müssen die Slowenen gegen England ran. Parallelspiel und in diesem Spiel wird es ja, heiß hergehen, man erwartet dann doch einige Tore. Die Serben werden von Anfang an Druck machen. Die Dänen müssen auch eigentlich Tore schießen, nur ob sie das auch wirklich können, denn die dänische Art ist ja das eigentlich gar nicht so, wie die ersten beiden Spiele gezeigt haben. Da waren sie ja auch gegen England natürlich die Mannschaft, die mit einem Punkt sehr, sehr gut leben konnte und gegen die Slowenen natürlich eher unglücklich, dass sie das nicht gewonnen haben. Aber ein Tor jeweils ist dann halt auch keine allzu starke Referenz. Die Serben haben auch erst ein Tor und das war in der Nachspielzeit gegen Slowenien. Aber hey, 1-0 gegen England ist jetzt kein Beinbruch, das 1-1 gegen Slowenien fast schon. Aber auf der anderen Seite sind sie da auch mit einem riesen blauen Auge davon gekommen, dass sie das eben nicht verloren haben. Also hier kann man in alle Richtungen gehen. Man macht nichts falsch, aber trotzdem, wenn dieses Spiel jetzt nicht das Entscheidende wäre, wo beide gewinnen müssen, würde ich sagen, ein X ist eine absolute Bank, wie auch die anderen Spiele in dieser Gruppe bereits gezeigt haben. 2 Unentschieden bei den Dänen, noch ein Unentschieden bei den Serben. Also das ist die Unentschieden-Gruppe. Und dementsprechend bin ich hier auch unentschieden. Also 3,5 ist dafür keine schlechte Quote. Wenn man abstimmen lässt, 35.000 haben das bisher getan, sind 52% der Meinung, Dänemark gewinnt. Aber das spiegelt im Prinzip genau die Quoten wider. 33% für Serbien und ein verschwindend geringer Teil dann eben für einen Unentschieden. Aus besagten Gründen. Also kann man sich hier eigentlich nur anschließen. Ein dänischer Sieg ist ein wenig realistischer, aber drauf zu setzen, unentschieden keine Möglichkeit, bei nur einer 1,6 ist auch nicht super attraktiv, weil man halt die hohe Wahrscheinlichkeit eines Unentschiedens trotzdem hier ausschließt. Klar müssen beide gewinnen, aber beide können vielleicht auch gar nicht gewinnen. Beide haben bei dieser EM noch kein Spiel gewonnen. Das muss man natürlich auch so sagen. Warum sollen sie jetzt damit anfangen? Wer wirklich in diesem Spiel stärker ist, wenn man die Aufstellungen gegenüberstellt, ist natürlich schon so, dass Dänemark wahrscheinlich ein Tick stärker ist und wenn nicht sogar ein starkes Stück besser ist. Aber das hat ihnen ja zum Beispiel gegen Slowenien auch nicht geholfen. Und auf der anderen Seite haben auch die Serben gegen Slowenien einfach einen Punkt gemacht. Dann
Tendenz wie bei den Quoten eben. Und wenn die Quoten einfach das genau abbilden, was man auch glaubt, in dem Sinne, Dänemark könnte dieses Spiel in mehr als 50% der Fälle natürlich gewinnen, aber in der Regel wäre es ein Unentschieden, wenn denn nicht die EM wäre und es Überraschungen gäbe. Also da sind so viele Sachen drin, dass man sagt, die Quoten geben de facto leider nichts her. Bleibt uns ein Blick auf die Torwetten. Beide treffen 1,6. Gott, sehr erbärmlich schlecht, würde ich nicht drauf wetten. Und über 2,5 Tore eine 1,8. Da ist man in der 1:1 Gruppe C bisher natürlich auch nicht sehr auf seine Kosten gekommen und ist für mich persönlich auch nicht eine Wette, die ich gerne eingehe. Alles in allem, mein Ergebnistipp wäre einfach ein 2:1 für Dänemark, weil ich doch noch eher den Dänen einfach das zutraue. Das bildet einfach auch diese Quoten wieder ab und da erzähle ich einfach nichts Neues, dass es hier das Beste ist, nicht zu wetten, außer man sagt, ja, bei einer 3,5er Quote auf einen Unentschieden, da geht man auch kein allzu großes Risiko ein. Aber ich würde es halt einfach ausklammern, weil das einfach ein Fall wäre, der beiden nicht sonderlich hilft und maximal Dänemark vielleicht sogar als Gruppenzweiter weiterkommen lässt, wenn die Slowenen halt gegen England verlieren. Aber auf diesen Fall zu spekulieren, wäre natürlich auch ein bisschen zu wenig, auch wenn es natürlich sehr realistisch ist und eher unrealistisch, dass Slowenien jetzt hier auch noch einen Punkt gegen England holt oder sogar gewinnt. Und da die Dänen ja auch alles andere als so dominant und überzeugend waren in den ersten beiden Spielen, dass man davon ausgehen könnte, das ist jetzt eine klare Sache für die gegen Serbien, ist diese 2,2 auf Dänemark halt viel zu wenig. Eine Unentschieden keine Möglichkeit schließt die größte Wahrscheinlichkeit des Unentschiedens aus. Von daher verwässert man nur eine gute Unentschiedenquote und du kriegst die höchste Quote auf ein X. Dabei ist das X gar nicht das Unwahrscheinlichste. Das ist die Überlegung dahinter, dass wenn man wettet und sich erstens nicht entscheiden kann und zweitens das X die höchste Quote ist und drittens man gute Argumente dafür hat, dass es ein X werden könnte, dann ist doch ein X einfach eine super Wette, weil wo kriegst du eine bessere Quote für so eine Wahrscheinlichkeit? Maximal bei einem Quotenboost wie bei dem von Neobet für alle Serbien-Fans. Aufgepasst! Gewinne mehr mit den besten Quotenboosts von Neobet über den Link in der Videobeschreibung. Wenn du glaubst, dass Serbien das natürlich gewinnt und das kombinierst mit beide erzielen ein Tor, dann kriegst du eine 6,5 statt eine 5,5. Und das würde bedeuten 2:1 für Serbien, 3:1 für Serbien, 4:1 für Serbien, 3:2 und so weiter. Du kennst die Ergebnisse, das realistischste aber dann doch wahrscheinlich ein 2:1, wenn man nach diesem Quotenboost geht. Und wenn du für Serbien bist, dann ist das doch eine super Sache und dann solltest du dir diesen Neobet Quotenboost sichern und der Link dazu ist... Gewinne mehr mit den besten Quotenboosts von Neobet über den Link in der Videobeschreibung.